So. Das tappen wir. 18 sollten. Ach, 18 sollten nicht reichen, nein. Da bin ich ein bisschen anders. Da haben wir nochmal 6 rauf, dann haben wir alles. So. Wir können natürlich hier nochmal alles einschmelzen, was wir hier an Sachen haben. Und was wir jetzt auch machen, ist das Glas einsetzen. So. Nein! Shit! Wir kommen auch nicht mehr zurück. Schön. Schön, schön, schön. So, hier haben wir noch ein Loch. Das schließen wir aber mal so. Können wir nachher Granit draufsetzen. Wir brauchen eh noch mehr für das erste Stockwerk oben. Da brauchen wir eh noch ein bisschen Glas. Aber ansonsten sind wir hier safe. Dann kann keiner mehr durch das Fenster rein. Noch 3, Alter. Warum? Egal. Wir werden das jetzt alles einfach mal wieder zurücklegen. Außer die. Dann bauen wir uns mal nach oben und dann sichern wir unser Haus. Baue ich schon wieder zur Hälfte ab. Wow. Oha. Nein! Alter! Kann nicht sein. Egal jetzt aber. Scheiß auf dieses halbe Herz. Alter. Jetzt nochmal runterfallen, bin ich tot. Zehn Stück noch. So, und dann haben wir auch langsam das Hausdach fertig. Nein! Das gibt's nicht! Wie komme ich jetzt hier runter? Mit dem Wasser natürlich. Kann dieser Regen mal aufhören? Ich möchte, dass der Regen aufhört. So. Ach du Scheiße. Wir craften uns jetzt einfach mal ein paar Doppeltüren. Wie man Türen craftet, das macht man so. So, es sind zwar die hässlichsten Türen, aber provisorisch erstmal reicht das. Dann sind wir hier richtig safe. Und dann kann uns hier unten auch erstmal niemand angreifen. Oder? Ne? Sind wir dann unten richtig safe? Okay, noch 2 Türen haben wir. Ups, ich stelle das Mikrofon mal wieder längs. Was machen wir denn jetzt? Guck mal, da wartet schon einer. Warte mal. Brauchen wir unbedingt was zu essen. Wir haben nichts bekommen. Oh,
Wow. Die dürfen uns nicht töten. So, jetzt füllen sich unsere Herzen wieder auf. Jetzt können wir langsam wieder beruhigt sein. Aber ich bin noch sehr skeptisch, was das angeht. Wir haben nämlich ein kleines Problem. So, ich würde einfach mal sagen, den hier wechseln wir auch. Das Granit, Granit aus. Gut, den Stein können wir jetzt hier in der Hand zerschlagen. Den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Dauert zwar ein bisschen länger, aber die Erfahrung müssen wir auch mal machen, dass wir ja mit der Hand auf Stein nicht weit kommen. Oder nur sehr langsam. So, ansonsten haben wir es. Ich freue mich sehr. Worüber ich mich jetzt nicht freue, ist, dass wir jetzt keine Half-Steps hier mehr haben. Ja, Half-Steps sind das. Half-Steps. Hafen-Steps. So, mal sehen, wie viele wir noch brauchen. Nicht mehr so viele. Ich craft aber noch so eine Reihe. Sonst haben wir bald ein Problem. Und ich nehme mir so ein bisschen Erde mit. Ach, da oben haben wir eigentlich schon Erde, aber egal. Na, was soll's. Ich müsste mich eh nochmal hochbauen. Wegen dem hier. Hier oben kann ich nämlich nichts setzen. Und fertig. Fertig ist der Lack. Jetzt können wir oben auch mal jetzt können wir oben auch mal unser Zimmer hier beziehen. Einziehen. Keine Ahnung, was uns hier einfällt. Dann brauchen wir eigentlich wieder Sand. Oh, wir brauchen so viel. Ich nehme die Dia-Schaufel mal mit. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. So, Schwarzpulver. Ach du Scheiße. Das kommt auch alles weg. Das backt da alles nur dran, weil das alles Birkenholz ist. Sonst will es eigentlich verschwinden. Und wir toben uns hier mal so wieder ein bisschen aus. Haha, hier unten sind auch wieder Diamanten. So, damit hätten wir das auch wieder. Und unser Haus ist von außen fertig. Oh! Sieht ganz hübsch aus, finde ich. Mal gucken, wie lange wir da leben können. So. Natürlich schmelzt sich das jetzt auch wieder ein. Und jetzt können wir mal unseren Herrn hier so ein bisschen austoben lassen. Und zwar nehmen wir uns jetzt mal eine Rüstung. Ja. Es ist jetzt Zeit langsam für eine Rüstung. Und mit der sollten wir auch rumlaufen. Natürlich erstmal eine Eisenrüstung. Diamantrüstung kommt noch. Es soll ja gemütlich sein. So, warte mal. Wie macht man das jetzt? Ach, brustharnisch ist so. Und eine Helm. So. Damit wären wir in voller Rüstung jetzt. Und jetzt brauchen wir uns noch ein Glas, damit wir nochmal 16 kleine Gläser haben. 16 kleine Mini-Gläser. Die wir uns dann jetzt zurecht craften können. Und wir brauchen eine Axt. Gut, jetzt sind noch
15 Mini-Gläser. Wir bauen uns hier auch nochmal so ein schönes, schickes Fenster rein. Mit einem schönen Ausblick. Der Regen hat aufgehört. Schafe haben wir immer noch nicht gefunden. So, dünn, 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 dünn. Scheiße, schon wieder fehlt uns ein. Gut, macht nichts. Macht alles nichts, der Glaser regelt es. Der Glaser regelt alles. So, und fertig ist das erste Obergeschoss. Fertig ist auch damit langsam das Haus. Und jetzt würde ich mal sagen, müssen wir mal hier unten eine richtige schöne Stube reinbringen, ne? So. Kuhschubser. Wow. Okay. Kiste provisorisch hier hinstellen. Erstmal provisorisch. Die kommen natürlich dann noch woanders hin. Das können wir uns hoffentlich alles jetzt. Das können wir alles erstmal hoffentlich tragen. Die Pilze wachsen hier nicht weiter. Die sind so doof. Der Ofen kann da stehen bleiben. Ja. Kann da stehen bleiben. Ich habe da jetzt nämlich schon einen Plan. Ich habe eine Planne. Und dafür brauchen wir jetzt normales Holz, also normale Holzstämme. Und dann tue ich erstmal die Doppelkiste auch hier hin. Nicht, dass wir dann noch hier angegriffen werden oder sowas. Ja, ich höre schon das nächste Skelett. Ich nehme ein Schwert mit. Ich nehme eine Axt mit. Dann holen wir uns mal wieder ein bisschen mehr Holz, ne? Direkt vor der Tür. Macht es sich doch immer gut. So, das verschwindet dann hier auch langsam alles. Hoffe ich doch. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Dafür gehen wir einfach mal kurz baden. Wir haben jetzt Zeit, meine Damen und Herren. Die Schafe! Direkt her. Fleisch und Wolle. Gibt es denn noch mehr? Schafe? Diamanten. Diamanten wie. Und ich höre unser Bett. Da ist das nächste Schaf. Wir können jetzt endlich uns ein Bett craften. Und wir haben Essen erstmal wieder. Da haben wir schon gleich zwei Probleme auf einmal gelöst, ne? Wow, ein Bett, Essen und jetzt holen wir uns auch noch Holz für eine richtige schöne Inneneinrichtung. Enderman? Ach, ist das schön. Gut, ich würde sagen, dann reicht das auch langsam. Mit dem Holz. Oder ich fäll nochmal einen Baum hier. So. Da hinten liegt noch ein Holzstamm, den nehme ich gleich mit. Hier. So, oh mein Gott, unser Haus sieht so schön aus, ne? Ich find's perfekt. Ich finde es perfekt. Das nehme ich mit. So. Wir haben zwei Werkbänke, ist auch schön.
Ihr seht, glaube ich, schon so ein bisschen, was ich vorhab. Hier wird eine Küche. Und dann hier im Anschluss gleich das Esszimmer. Würde ich einfach mal sagen. Hier können wir natürlich auch nochmal. So, und haben wir hier das Wohnzimmer, Esszimmer und Küche. Muss ich mir alles auch noch mal so ein bisschen ausmalen, natürlich. Jetzt nehmen wir einfach mal die Hälfte und verarbeiten die zu Kleinholz. Kleinholz. Und dann beginnt die Inneneinrichtung, ne?